Servus und Grüß Gott, mein Lieben. Wir sind heute mit dem Bike unterwegs im Tannamatal. Ich stehe hier am Haldensee. Für uns geht es jetzt in Richtung Nesselwengle, weiter nach Kleinmeran. Über den Meraner Höhenweg geht es für uns zur Nesselwengler Edenalpe, nachher zur Grener Ödenalpe. Und dann auf dem Rückweg geht es über den Alpenrosensteig, ein Chairtrail, zur Grenalpe. Ihr seht, eine richtige Genusstour liegt vor uns, Tour begleitet uns und habt wie immer Spaß. Manche Stellen sind für mich zu schottrig, schiebe ich ein bisschen, aber das erlaube ich mir einfach. Nach der Rast in Kleinmeran ging es für uns jetzt über den Meraner Steig ordentlich hoch und ihr seht, es hat sich gelohnt. Hier sind die Tannamatal-Dolomiten. Ich lieb's. Bitte schön. Et voilà. So, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zur Nesselwengler Edenalpe, haben es fast geschafft, Herr Bergschön. Aber hier, die tolle Aussicht, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ihr seht rechts hinter mir, seht ihr das Neunerköpfle. Da gibt es einen wunderschönen Erlebnisweg für Groß und Klein mit tollen Erlebnisstationen. Oder wer es ein bisschen weiter mag, der geht die drei Seen runde in Richtung Lachensee, Trauerbsee und zum Filzertsee oder sogar zur Lachenspitze, haben wir auch schon gemacht. Lasse ich mir noch ein super leckeres Almtoast schmecken. Die Aussicht, die besticht und das Essen ist recht. Schaut's mal, da ist der Lieblingsstrofen. Strofen war ich noch nicht, möchte ich aber auch unbedingt mal hinwandern. Herr Bergschön, wie wär's? Und weiter geht's. Weiter. Wo geht's als nächstes hin? Zur Grenalpe. So,
mein Lieben, hier auf der Grinnenalpe lassen wir es noch gemütlich ausklingen, unseren schönen Bike-Genusstag im schönen Tannenmattal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und zu begleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bis dann.